Ja, hallo, lieben Christian Schemeier, wieder am Start. Genau, wir reden heute nochmal kurz über Bachelorette. Ganz schlimm, wie mein Kollege Onion Dog das immer nimmt, Hate-Watching. Es ist wirklich furchtbar. Und es gibt gute News. Am 22. November ist die nächste Liebeschip-Party. Ich erwarte, dass ihr da kommt, dass wir uns da sehen in Hamburg, in der Speicherstadt. Ja, findet ihr auf meiner Webseite. Wahrscheinlich packe ich dann auch einen Link hier drunter entsprechend. Genau. Ja, Bachelorette Folge 5. Es wird einfach nicht besser. Also es sind die gleichen Probleme wie letztes Mal, dass das, ich weiß nicht, das ist irgendwie wie so ein, ich weiß gar nicht, wie so ein Volkshochschulseminar, wo irgendwelche Leute über Sex reden und ja, was waren denn die verrücktesten Orte, wo du jemals Sex hattest? Also wirklich so absolute Langweilergespräche, wo dann die Männer irgendwie so sinnlos aufkacken, irgendwie so, ne? Und aber auch mit der Stella, es kommt einfach, ich habe echt mal überlegt, woran das liegt, es kommt einfach überhaupt kein Vibe zustande, ne? Also es ist so, ich meine, viele Bachelorettes oder Bachelors haben bestimmt, ja, ihre Probleme und was weiß ich, diese eine, ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß, diese Blonde, war das letzte oder vorletztes Jahr, die gleich auf dem ersten Date schon, war das die Bachelorette? Nee, auf jeden Fall teilweise, nee, es war Bachelor, glaube ich, ach, ist auch egal. Auf jeden Fall, wo es so richtig gleich Rambazamba ist oder, ach, am liebsten würde ich gleich schon mitnehmen oder, keine Ahnung, oder schnell ein erster Kuss oder, ja, also nichts davon, gar nichts, ne? Wir sind jetzt schon bei Folge 5, es hat noch nicht einen einzigen Kuss gegeben. Und das liegt auch daran, ich habe mal geguckt, dass die Stella, die sendet einfach keine, deswegen finde ich sie nach wie vor, also sie wirkt wirklich sehr nett und alles, also ich will jetzt nicht schlecht über sie reden, aber sie sendet einfach nicht diese Annäherungssignale aus, ne? So, oh, jetzt ist aber ein sexy Vibe und sie gibt nicht die Signale, ja, du kannst mich jetzt küssen, so, ne? Und das ist, jetzt sagt ihr natürlich vielleicht, naja, aber vielleicht will sie es ja auch nicht, aber sie hat gesagt, sie wollte es so, ne? Und dieser eine Mann, mit dem sie auf dem Date war, also ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, mit wem sie matcht, weil man merkt es einfach nicht, ne? Also der war dann auch, obwohl er bestimmt, war ein sehr polarer Mann, finde ich, der auch gesagt hat, ne, ich weiß nicht, ich kann sie nicht küssen, richtigerweise, weil die Signale einfach nicht da sind, so, ne? Und ja, und ich glaube, sie hat sowas, ja, also es hat bestimmt irgendwie, ja, sie was macht bestimmt optisch was her in diesen Serien und alles, ne? War ja auch schon bei diesem anderen, bei diesem Netflix-Ding. Aber es ist irgendwie, also sie ist halt nicht so approachable, ne? Wie man im Englischen sagt, sie, also so annäherungsfähig irgendwie, ne? Sie scheint irgendwas auszustrahlen von, oh, komm mir bloß nicht zu nah, so, du kannst mich zwar angucken, ne, und mich hot finden, aber oh, komm mir bloß nicht zu nah. Ja, dazu muss man auch sagen, dass selbst auf diesen Day, also diesen Gruppendays, die es da gibt, dass diese Einzelgespräche da irgendwie, weiß ich nicht, entsteht auch kein Vibe, also nicht auf dem Date nicht, sondern auch auf diesen Einzelgesprächen. Weiß nicht, sonst hat man auch immer dann so anbahnende Konflikte, wen findet denn jemand jetzt besser oder so, aber das wirkt alles wie so eine, ja, wie so ein Brei irgendwie. Man sieht sie auch gar nicht so mit Frauen so, also da ist noch weniger Chemie, hat man immer das Gefühl. Und da muss sie aber, dann gibt es auch so komische Situationen, dass eben nicht zur Rosennacht aussortiert wird, sondern da muss sie sich wieder zwischen zwei Männern entscheiden. Und da fing sie danach so schrecklich an zu weinen, wo mein Kollege Onion Dog sagte, sind das vielleicht Fake-Tränen? Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass sie wirklich komplett über, also ich fand das sehr authentisch. Also irgendwie scheint sie, du brauchst natürlich, einerseits hat sie vielleicht ein bisschen so eine Distanziertheit, so eine Kühle. Andererseits hatte ich schon das Gefühl, dass sie das wirklich, dieses jemand jetzt rausschmeißen, und der hat ja auch noch einen riesen Fass aufgemacht, wieso denn er jetzt rausgeschmissen wird, was ich auch völlig unangemessen gehalten habe, wirklich total.
ja, da hat sie auch ein bisschen Schwierigkeiten. So. Ich kann das auch verstehen, aber da, was weiß ich, gerade so Bachelors, die so ein bisschen kühl waren, die hatten da viel weniger Probleme. Ne? Ja, du gehst jetzt fertig, ne? So, ja, hier Umarmung, tschüss. Und das braucht es auch so ein bisschen. Und ich habe da schon das Gefühl gehabt, dass sie es wirklich überfordert hat. So, ne? Und dass sie eigentlich auch so niemanden enttäuschen will. Ne? Ist sie womöglich ein People-Pleaser? Wir wissen das nicht. Und auch diese, wie ich finde, wirklich unfassbar anstrengenden Gespräche über Polyamorie und offene Beziehung und nee, doch nicht. Also sie zieht ja auch keine Position. Sie sagt dann, ja, also ich bin für alles offen, kommt auch an, was mein Partner will, ne? Man, was ist das für eine Position, so? Ich mache das, was mein Partner will, so, ne? So ungefähr. Oder dann sagt jemand, naja, für mich wäre es jetzt nichts so richtig. Und dann sagt sie, na, ich kann mich jetzt nicht festlegen bis ans Lebensende. Ja, also das ist ja nochmal ein riesen Unterschied zwischen feste Beziehung und das muss jetzt bis ans Lebensende halten. Das glauben wir. Also das denken wir so von niemandem Reality-TV, dass der ernsthaft sich binden will über einen längeren Zeitraum. Aber man könnte ja wenigstens den Anschein erwecken. Also für mich ist das eine absolute Katastrophe. Ich meine, es passiert jetzt nichts Schlimmes irgendwie, ne? Es ist auch nicht wie beim Sommerhaus, wo sich alle mal ständig die Schädel einschlagen. Von daher ist es auch jetzt nicht schlimm, es tut niemandem weh irgendwie, aber es ist diese merkwürdige Form von so Education-TV, so jetzt reden wir nochmal über, was für Beziehungsformen gibt es denn? Und wie ich letztes Mal sagte, kneten unsere Joni und reden wir über Achselbehaarung. Also das ist so. Also das ist ja bei diesen queeren Formaten auch, aber da ist wenigstens Chemie da ohne Ende, ne? Die trauen sich ja noch nicht mal untereinander zu daten da, ne? Bei der Bachelorette, ne? Da so, oh nee, lieber doch nicht. Und also es ist ganz schlimm, ganz schlimm. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr andere Sachen habt, die ihr besprochen haben wollt. Auch oder über ein Formular auf liebeschiff.de könnt ihr auch so Fragen anreichen und bis auf der Liebeschiff-Party oder in Köln auf der Lesung oder auf dem Vortrag in Leipzig.